Okay, das war eben die Dämmerung ruft. Besiegt Baldur. Baldir. Ist immer so klein, deswegen kann ich es nicht lesen. Der Bildschirm ist einfach zu groß für die Maßen. Besiege Baldur. Okay. 45% der Leute nur. Wir können ja nochmal. Grade ich halt auch nochmal ab. Kann man immer machen. Das Schild geht halt gar nicht. Komplett verbessert. Ist das einfach so teuer? Ich habe schon wieder zu viel Was haben ausgegeben. wir Baldir denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jittunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Tja. Tja, manchmal ist das eben so, ne? Gehen wir mal dahin. Wir müssen so dahin, also. Das ist der kürzeste Weg dann. Oh Mann, der Turm hat den Eintrachtstein gefressen, oder? Ich wollte noch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Jetzt sag mir noch mal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jütenheim gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Okay, Mimis Geschichten. Kleinen Moment. Ach ja, lass hinsetzen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Dann öffnen wir das jetzt. Es geht So. los! Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Nur zu, stelle Jittunheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Dann schauen wir mal. Ups, falscher Knopf. Das war der falsche Knopf. Zwei Welten fehlen aber irgendwie noch den zweiten, ne? Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Ich würde sagen, der Weg ist recht weit dahin, ne? Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt.
Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Dann wollen wir mal. Oh, ich habe einiges mit dir vor. Kommt schnell wieder zurück. Bitte. Bild dir nichts ein, Ziegenbanner. Wie gemein. Zumindest Brock ist gemein zu ihm. So. Da bin ich gespannt, was da passiert. Ach ja, wenn der Stelle geschrieben wird. Ich muss so weiterlaufen. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Ich sehe nichts. Geschafft! Haben wir. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Taxi. So, haben wir noch irgendwas zufälligerweise? Nö, ne? Aber das war doch nicht alles, da kommt bestimmt noch ein Kampf, oder? Junge. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Würde mich halt nicht wundern, wenn da noch was kommt. Hallo, ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard-Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Ja. Wer ist der Wächter? Der Wächter? Oh oh. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich.
Warte! Vater! Hier passiert was! Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Was passiert hier denn? Kann man leider nicht gucken mehr. Ja. Okay, das ist aber eine Wendung. Also ist ja ein Riese. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Ein Riesengott. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Beenden wir es. Okay. Tja. Aber irgendwas passiert wirklich noch. Wie lange braucht er eigentlich? Voll auf Alpha-Band hoch. Oder auf der Box. Naja. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. So.
Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Loki? Letzter Wunsch, verstreuen sie die Asche. Warum eigentlich immer das Siezen? Zu Tyrs Tempel zurückkehren, okay. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Und die Credits laufen. Das war's. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Was, Oha? Das sind auch mal andere Credits. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyren, die wir befreien könnten. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Mit Atreus erkunden. Weiter erkunden. Erledige die Zwerge... Die Zwergen gefallen, befreien sie die Drachen, reisen sie nach Muspelheim und Niflheim, finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Valkyren zu besiegen.
Die sind also legendär, die Walküren. Ah, alles klar, deswegen sind sie auch so schwer. Walküren enthüllt. Die Aufenthaltsorte aller verdorbenen Walküren sind nun auf der Karte zu sehen. Das Symbol da, ne? Hier drüben waren wir halt auch noch nicht. Hier haben wir eine. Ich glaube, hier waren sogar zwei. Da ist eine. Da ist eine. Wir haben echt so ein paar. Uiuiui. Aber die sind halt auch nicht so einfach. Was ist das mit der Axt? Weltenriesenbegegnung? Okay. Keine Idee. Was ist das da eigentlich? Also das ist nur die Karte. Mit Neuspiel Plus können Sie ein neues Spiel beginnen und damit Ihre Ausrüstung, XP, erworbene Gegenstände und Ihre Menge an Hacksilber behalten. Neuspiel Plus kann jederzeit über das Menü Optionen im Spiel aufgerufen werden. Okay. Okay. Müssen wir uns das mal ändern wieder. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen, als euch klar ist. Und der Schneefall, der begann, als du Baldur getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Omen für den bevorstehenden Winter? Nicht irgendein Winter, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und wenn er um ist, beginnt Ragnarök. Ragnarök. Durch Schnee. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Okay. Ja. Dann ist das halt so. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Groß. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Früher oder später muss es ja schneien. Das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur übers Wetter. Über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ja, haben wir gehört. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Okay. Hereinspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Wie können wir die langsam mal so mal kaufen? Verbessern können wir halt auch nichts mehr momentan. Zumindest das, was wir nicht tragen können, können wir verbessern. Das war ein ausgezeichneter Handel. Die behalte ich. So, das ist der Stein. Verstehe. Wolltest mir nur mal tief in die Augen sehen. Nur tief in die Taschen greifen.
Ja, da hat der Winter echt begonnen jetzt. Ich würde da vorne einmal hin. Gehen wir mal gucken. Wir müssen ja nicht sofort beenden. Wir müssen das ja nicht sofort beenden, also passt ja. Mal. Ich weiß nicht, was das ist, aber ja. Odin und Freya als Paar ist unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi, eine von Odins großen Lieben. Thors halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich, er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Warnenmagie. Noch etwas, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Warte mal, sehe ich das gerade richtig? Das Ding lebt jetzt. Ich habe mich schon gewundert, wo das Geräusch herkommt. Der da. Ist am Leben. Hallo. Dann mal los. Ich kann noch. Ja, ja. Autsch. Ich will die Folge nehmen. Mach mal den Blatt. Ja. Eine kleine Form in die Oder war das hier auch? Der Typ. Autsch. 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 Du bewegst dich sehr langsam. Die komischen Steine nerven. Ja. Autsch. Noch nicht. Dauert ganz schön lange, bis das aufgeladen ist, ne? Die Steine sind halt nervig. Aber die halt ständig Schaden machen, die Steine, deswegen. Jetzt hab ich dich. Das war's.
Hemaischer Schmettertreffer. Ah, ein gewaltiger Schockwelleangriff, der alle Gegner zurückschleudert. Okay. Wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, ne? Bevor ich das wieder ausgebe. Verbessert komplett jetzt. Dass man hier nirgends, wo ich aufladen kann, ne?